Mein Name ist Norman Wittke. Ich bin Geschäftsführer bei der MS Schramberg. Die MS Schramberg ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die sich mit der Konstruktion von Magnet- und Kunststofftechnik beschäftigt. Da Innovation und Produktivitätssteigerung für uns unerlässlich sind, beobachten wir den Markt für kollaborative Roboter nun schon seit ca. 4 Jahren. Vor ca. einem Jahr geschahen die Dinge gleichzeitig. Zum einen haben wir von einem befreundeten Unternehmen von Sawyer gehört, zum anderen war es auf einmal ein Thema der Verbandsingenieure im Arbeitgeberverband und wir haben eines der Systeme in live gesehen. Am nächsten Tag war der Leiter meines Sondermaschinenbaus bei mir im Büro und fragte mich, ob wir eines dieser Systeme bestellen sollen. Ich sagte zu ihm, nein, bestellen Sie 5. Wir haben uns nicht den schwierigsten Fall ausgesucht. Wir wollten schnell Erfolge und das haben wir auch geschafft. In unserem Vorgehen haben wir als erstes den Betriebsrat informiert und uns einen geeigneten Arbeitsplatz ausgesucht. Dort müssen vorgewärmte Teile in eine Automatisierung eingelegt werden und die Mitarbeiter, die dort tätig waren, sind schon etwas hohen Hitzebelastungen ausgesetzt. Nach dieser Integration wurde Sawyer auch als der Kollege betrachtet, der die unangenehme Arbeit macht. Das war für uns ein guter Start und ein sehr großer Erfolg. Man muss hier die Gesamtkosten betrachten. Da wären Integration, Inbetriebnahme, Programmierung und die Arbeitssicherheit. Sawyer ist hier eher flexibel, transportabel, einfach zu programmieren und sehr, sehr schnell und einfach zu integrieren. In einem weiteren Schritt haben wir uns eine etwas komplexere Aufgabenstellung ausgesucht. Hier haben wir dann an einer Anlage 2 Sawyer im Einsatz, welche parallel zueinander arbeiten und sowohl die Entnahme wie auch das Einlegen von Teilen übernehmen. Nachdem dies erfolgreich war und wir haben 3 dieser Anlagen, die identisch sind, wurde dies auch gespiegelt und so haben wir heute an 3 Anlagen 6 Sawyer im Einsatz. Die neue Intera 5 war ein echter Fortschritt. Somit haben wir dieses Jahr auch die Möglichkeit, mit unseren neuen Systemen auch neue Wege zu gehen. In unserem eigenen Technikum haben wir uns die Möglichkeit geschaffen, speziell solche Anwendungsfälle für Sawyer auszuprobieren und ausgiebig zu testen, bevor wir sie dann in Produktion nehmen. Systeme wie Sawyer sind in einigen Jahren aus unserer Industrie nicht mehr wegzudenken. In einem Hochlohnland wie zum Beispiel Deutschland wird das unerlässlich sein. Wir können uns nur aussuchen, ob wir Vormacher sind oder ob wir Nachmacher sind. MS Schramberg hat mehrfach die Auszeichnung als eines der Top-Unternehmen des deutschen Mittelstands bekommen. Dieser Rolle wollen und werden wir mit Hilfe von Sawyer und Rethink Robotics gerecht werden.